Hallo meine Lieben, ich habe ja komplett mein Badezimmer geräumt und da mussten ja ein paar neue Nagellacke her. Also habe ich mal bei Cambry oder Cambry bestellt. Die Bestellung habe ich am 20. aufgegeben. Heute ist es gekommen. So sieht das aus. So ganz schöne, ordentlich aufgebaute Seite, fand ich ganz schön. Die China Clays Lacke habe ich ja jetzt immer wieder gesehen und dachte mir, da hole ich mir erstmal zwei, um da dann nochmal die kennenzulernen. Und da es ja eh nur um meine Füße geht, werde ich euch dann auch später nochmal auf dem Blog die Geschichten swatchen mit so eine, habe ich extra so eine Tippdinger bestellt dafür. Wundert euch erst, dann sieht das so scheiße aussehen hier mit Mütze hock, aber ey, ich bin krank geworden, ich habe so Halsschmerzen. Kommt bestimmt vom Fahrradfahren auf der Suche nach den Little Bakery Cremes. Nun denn, der erste, den ich habe, ist der Midtown Magic. Man wird jetzt hier das gleich schon mal sehen. Das ist ein Schwarz. Und der hat so goldenen Glitzer. Ich liebe Schwarz mit Glitzereffekten. Roter Glitzer, goldener Glitzer, egal, da stehe ich ja total drauf. Ich glaube, da stand auch neu dabei. Das ist, glaube ich, jetzt irgendeine neue Kollektion. Und dann habe ich noch den Helium. Wie soll es auch anders sein? So ein schönes, knalliges Pink. Bin jetzt erstmal überrascht, wie riesig diese Lacke sind. Und ich habe das so oft jetzt schon auf YouTube oder so gesehen oder auf Blogs und denke mir mal, wenn die Leute so darauf schwören und die meisten da eine brutalste Sammlung davon haben, muss ich das auch mal haben. Meine Füße sind zwar jetzt nicht die hässlichsten, aber werde ich euch dann nicht swatchen. Ich werde dann, sobald ich diese Tipp-Dinger habe, um das aufzulackieren, dann auch nochmal auf dem Blog Bilder dazu machen. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Mini-Essie bekommen. Der hat so ein helles, gräulich Flieder sieht das aus und so ein Perlmutschimmer. Aber ich habe eben schon mal geguckt, das fängt den gar nicht ein. Da ist so ein lila, rosa, na Perlmutschimmer, ganz schön. Diese Firma von den Lacken habe ich auch noch nie gehabt und bin mal ganz gespannt, die zu testen. Ihr werdet die wahrscheinlich beide schon kennen. Ich bin ja noch nicht so der Lackprofi, weil ich meistens meine Finger ja machen lasse. Aber damit die Füße nicht so langweilig aussehen, dachte ich, ich nehme mal das und kann ja einfach beide mal testen vielleicht. Und mich würde auch mal dieses OPI interessieren. Ist das besser als dieses China Clays? Preislich sind da ja, glaube ich, schon einige Unterschiede. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mal mir vielleicht einen kleinen Tipp geben könnt. Ich verlinke euch auch mal den Shop nochmal unten in der Infobox. Das ist Cambry. Da habe ich das jetzt bestellt. War meine erste Bestellung. Wie gesagt, 3,99 lag der Versand. Das kam in so einem kleinen Päckchen hier und da waren so eine Puffels noch mit drin, also sehr sicher verpackt und jeder Lack war noch mal einzeln in so einem Pupsding hier verpackt. Also ganz toll. Wie gesagt, 20. bestellt, heute ist es gekommen, also ich bin relativ zufrieden und werde da auf jeden Fall noch mal bestellen, weil die haben da echt ein paar coole ausgefallene Farben von der Firma und vor allen Dingen viele Farben von der Firma. Also da bin ich begeistert. Also Mädels, wollte ich euch nur mal zeigen. Bilder folgen. Ciao!